Dankeschön, Frau Vizepräsidentin, geschätzter Hoher Landtag. Ja, bleiben wir bei der Gesundheit. Es geht um die klinische Studie zu Erkrankungen im Tiroler Wipptal. Wie sind wir drauf gekommen? In der Beschäftigung mit Luig Dundl oder Luig Brücke haben wir in vielen Gesprächen bemerkt, dass den Ärzten aufgefallen ist, dass es im Wipptal besonders viele chronische Erkrankungen und Krebserkrankungen gibt, nämlich gehäuft und erst in den letzten Jahren. Und das hat uns wirklich zu denken gegeben. Das kann man natürlich dann nur näher nachvollziehen, wenn man wirklich eine Studie zugrunde liegen hat. Und die möchten wir jetzt gern anbringen und hoffen, dass wir da Ihre Zustimmung haben. Und es geht zwar um die erhöhte Feinstaubbelastung und um die erhöhte Ultrafeinstaubbelastung. Feinstaub wird ja noch am ehesten gemessen, aber Ultrafeinstaub ist besonders gefährlich, weil das direkt in die Lunge geht. Und vor allem, man glaubt es gar nicht, es entstehen nicht nur Lungenkrankheiten dadurch, sondern verschiedene Krebserkrankungen haben die Ursache in dieser Staubbelastung. Da kann man alle möglichen Krebsarten bekommen und nicht nur Lungenkrebs. Man darf aber bei der Autobahn nicht unterschätzen, also der Lärm steigt grundsätzlich auf und die Schadstoffe gehen hinunter und fallen hinunter und breiten sich aus. Man darf auch den Sprühnebel durch die Salzgehalt oder durch die Salzstreuung nicht unterschätzen. Und diese Summe hat im Wipptal dann doch jetzt einiges beeinflusst. Ist ja auch unsere Motivation, warum wir für diesen Luig-Tunnel sind. Und ich kann mich erinnern, dass wir da im Hohen Tiroler Landtag ja eigentlich eine einstimmige Zustimmung zum Luig-Tunnel hatten. Ich hoffe, das vergisst jeder einzelne Abgeordnete nicht, dass er sich eigentlich einmal dazu bekannt hat. Aber ein erster Schritt, um das wirklich zu untermauern, was das für einen Sinn hätte, ist eben diese klinische Studie zu Erkrankungen im Tiroler Wipptal. Danke auch an die Grünen, die haben einen Zusatzantrag eingebracht, um also den Feinstaub von Reifenabrieb noch genauer zu untersuchen, können wir gerne auch dazu aufnehmen. Ich hoffe, wir finden da Ihre Unterstützung. Dankeschön.